Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Rift. Jo, wir sind wieder frisch fröhlich unterwegs und mein Floß ist ein einziges Trümmerhäufchen. Ach, der Haifisch macht mich fertig. Und wir wollen die nächste Insel ansteuern. Nach Möglichkeit. Jo. Zack. Die Bohrinsel, oder sagen wir, das Ding da drüben, lassen wir hinter uns. Ich habe auch schon geschafft, die Stirnlampe zu bauen. Wow! Jo, und? Ich muss mal schauen, wie es denn jetzt weitergeht. Hier haben wir jetzt 7000, 8000, aha, die Koordinaten kennt er nicht. Ich dachte, das wären die Koordinaten, ne? Na gut, dann wohl eher so, ne? Nummer wechseln. Aha. Ach so. Aha. So ist das gemeint. Okay, ich bin doof. 7000, wie war das? 7445. Dann hier die Nummer wechseln. Da war hier eine 4, nochmal Nummer wechseln, da war noch eine 4, 4, nochmal Nummer wechseln und 5. Wir steuern sogar darauf zu, weil hier waren wir jetzt ja schon, ne, also da. Da, das ist gut. Das freut mir, das ist gut, gut, gut. Schön, ich muss unser Schiff verbessern. Das ist echt hässlich hier. Das schaut echt nicht schön aus. Und ich habe Angst, wenn ich das jetzt wegreiße, dass ich da mal irgendwo runterfall. Da brauche ich jetzt meine Axt, ne? Ich will das echt weg haben. Es ist halt echt nicht schön. Wenn ich dann ein Dach haben will, dann anständiges. Ah, warte, wenn ich das hier schon wegreiße... Okay. Dann könnte man hier oben eigentlich die Nester bauen für die Möwen, ne? Streng gesehen. Das ist echt hässlich, das will ich so nicht haben. So. Da weiß ich noch nicht, was ich mache. Aber so nicht. Da drüben dasselbe. Das ist echt nicht schön. Das, jawohl, bricht alles weg. So muss das sein. Da drüben auch noch. Das ist halt echt nicht schön. So, weg damit. Das auch. Pfui. Weg. Das ist auch hässlich. So. Randale! Dafür könnte ich hier was hinknallen. So. Ja, jetzt ist wieder einigermaßen schön. Für die Möwen hätte ich gerne gebaut, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, ne? Also so eine Anhöhe hatte ich ja schon mal gebaut. Aber die mögen das scheinbar nicht, wenn sie nicht dem vollen schieren Wetter ausgesetzt sind. Ich habe keine Ahnung. Verstehe einer diese Viecher. Ehrlich. Verstehe einer diese Viecher. So, was haben wir denn da? Hier wäre es eigentlich auch noch schöner, hier so eine kleine Überdachung zu haben. Oder? Hier noch mit so einer kleinen Säule irgendwie. Oder gleich mit einer Wand. So vielleicht. Und... Du hast Boot gemacht. Das schaut doch schon schöner aus, so, oder? Finde ich halt. Und hier wäre halt toll gewesen, Dach für die Möwe. Wobei, hier wäre auch noch ein Dach schön. Wenn man nämlich hier rauskommt, dass ich nicht gleich patschnass bin. Patschnass.
Da fehlen mir natürlich Planken. Wer hätte denn das gedacht? Auch das hier schaut scheißlich aus, das tun wir auch weg. Haben wir schon wieder Planken. Ja. Da müsste das hier so her. Und weil Planken fehlen. So. Aha, jetzt habe ich die Möwe erschreckt. Hoppala. Mal schnell mal die Rüben einsammeln. Also generell alles, was wir hier angebaut haben. So, dann können wir gleich wieder neue Rübe pflanzen. So, zack, zack, zack. Ja, ja, ich brauche noch ein bisschen. So. Ja, genau. Spuck nur. So. Das zu dem. Vielleicht hält jetzt die Batterie auch mal ein bisschen länger. Süßwasser kann ich mal nachfüllen ein bisschen. Apropos nachfüllen. Ich brauche auch mal Süßwasser zum Nachfüllen. So, Prost. So. Und was zum Essen wäre auch gut. Den Haifischkopf haue ich wieder weg. Kann mit dem Graffeln nichts anfangen. Boah, da sind Fässer. 12.000 Fässer. Nice. Das freut mir. Können wir unser Schiffchen wieder besser ausbauen. Ich sage immer Schiff. Es ist ein Floß, aber es ist ja schon so groß wie ein Schiff. Also, was soll's. So. Da vorn rüber wollte ich noch. Hier so lang. Glaube ich. So. Zack. Keine Ahnung, ob das schön wird, aber ich hoffe es mal. So. Schaut zumindest, glaube ich, ein bisschen besser aus. Dann könnte ich hier auch mal so einen Zaun machen, hier so am Rand, ne? Ich glaube, das schaut recht schön aus dann. Glaube ich. So, und auch hier, ja, sauf ab, hast du recht. Und auch hier wollte ich sagen, hier am Rand noch ein Zäunchen. Ich glaube, das schaut recht hübsch aus. Da hätte man ja schon etwas eigentlich, ne? Plankenzaun. Ah, hier hätten wir auch halbe Riedwand. Riedfenster. Halbe Holzwand. Seilzaun. Ja, sowas wie das, ne? So richtig schön so am Rand entlang. Oder so wie das hier, aus Planken oder Mischen, dass man sagt, so wie hier, ne, dass man das da macht. Aha, das geht schräg auch. Okay, natürlich geht das schräg. Ne, oder hier. Aha, ich bin hungrig. Und dass man hier dann ein Seil macht, dass man schön durch raus sieht, irgendwie so halt, ne. Könnte man eh mal probieren, mal so ein bisschen abwechseln, ne, so, ne, so und so. Und dann aber, da fehlen mir jetzt Planken, aber so mit Seil dazwischen, ne? Vielleicht ist das ja hübsch. Ich bin hungrig, wer hätte das gedacht? Und ich sollte mal nach der Insel Ausschau halten, nicht, dass ich schon wieder vorbeisegel. Der Hai zerstört wieder unser Floß, Gott sei Dank. So. So. So, nom nom nom. Also, Amphi. Zweimal und dreimal. Genau. Tonschälchen haben wir eh da. Das passt ganz gut. Dann können wir gleich unsere Gemüsesuppe essen. So. Auch was Warmes in den Bauch bekommen. Ist nie verkehrt. Und unser Gemüsedingens. So.
passt. Es wäre schon bald gut, so einen zweiten großen Grill zu bauen, ne? Brauchen wir zwar nicht, aber... Brauchen wir eigentlich nicht, aber ist wurscht. Wäre egal. Was haben wir denn da? Hui, zuerst die Insel ansteuern und dann die? Ja, könnte man machen, ne? Dann muss ich ganz dringend scharf darüber und die Paddel auspacken. So. Und dann halt scharf wieder zurück, ne, zu dem anderen Punkt. Ja. Glaube ich. Rudern wir dem Sonnenuntergang entgegen. Ich glaube, ich habe vergessen, das Gerät ausschalten, ne? Schlau Fuchs Zocki. Nicht. Ah, wir kommen sehr stark näher. Das heißt, ich kann ausschalten. Du Möwe. Du bist nicht nett. Das will ich jetzt nur mal anmerken. Mein schönes Rübenfeld einfach so zerstören. Stimmt, die Pflanzkiste wollte ich auch noch bauen. Bäh. So. Hatte die nicht so Platz? Ja. Hehe. Jawohl. So. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Süßwasser. Zum einen für mich zum Trinken. Und zum anderen füllen wir gleich hier voll. So. Sehr gut. Dann muss ich mal weiter batteln. Ich sehe nämlich noch keine Insel. Ich hoffe sehr stark, dass wir sie gut erreichen. Dann können wir gleich die nächste erkunden. Vielleicht finden wir auch wieder ein bisschen Schrott an und ein bisschen Metallerz. Dann können wir unser Floß weiter verstärken. Das wäre Vermoos. Verfahrformoos. Mhm. Jetzt habe ich auch eine Verwendung für die Seile. Müsste ich eigentlich den normalen Zaun gleich plätten? Eigentlich. Ich bin gerade am Überlegen, ob das so schlau ist, Zäune zu bauen, weil wenn ich aufs Floß will, zurück will, habe ich eventuell Probleme. Oh, das Paddel ist hin. Habe ich eventuell Probleme, wenn ich schnell mal flüchten muss, ne, vom Hai. Könnte es sein, dass ich jetzt einen Konstruktionsfehler noch eingebaut habe? So, vielleicht erreichen wir das Floß. Dann können wir noch die Truhe mitnehmen, die da drauf ist. Ja. Battle, 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 battle. Warten Sie. Warten Sie, Herr Floß. Wir sind schon gleich da. Das ist Arbeit. Aber die Kiste scheint nicht ganz oben zu sein. Die ist da mehr mittig. So. Heureka. Aha. Die werden schon wieder aufgefressen. Was willst du denn? Lass das. So. Reparieren, reparieren. So. Weil, ihr wisst schon, wie ich meine, ne? Wenn ich jetzt das hier alles voll baue. Tschüss. Da hinten ist die Insel.
Wenn ich das hier nämlich alles so voll baue, habe ich irgendwie ein Problem. Da hinten ist die Insel. Da sind doch schon mal Bäumchen drauf. Das ist sehr gut. Vielleicht habe ich jetzt mal Glück und es ist Dreck drauf. Wenn ich das so voll baue, wollte ich sagen, dann kann ich mich nicht mehr aufs Floß retten. Das heißt, ich müsste den Zaun eins weiter vorn machen. Also hier so. Da, gleich hier am Rand. Oder ich mache noch einmal dann zum Schluss eine Fläche rundherum dazu. Das könnte ich auch machen. Ich bin unschlüssig. Ich weiß noch nicht. Oh, die Insel schaut auch wieder recht schön aus. Wieder begehbar. Ja, die Möwe soll da hinten. Soll sich stärken. Ist schon wurscht. So. Vielleicht habe ich jetzt mal Glück und da ist Schmutz drauf. Bitte. Es wäre sehr schön. Aber es könnte mit ziemlicher Sicherheit eine Insel sein, wo wir sicher Kupfer und Metall finden. Hoffe ich. Wer? Kaputt. Blanke und Seilfeld. Blanke und Seilfeld. Blödes Seil. Ja. Ja. Willst du bitte paddeln? Das Segel. Das Segel. Es ist Arbeit. So, bitte, ich möchte dahin. Unbedingt. Wellengang ist jetzt auch ziemlich ungut. Kommen wir ab vorwärts? Es eitert schon wieder in Arbeit aus. Ich glaube, wir kommen vorwärts. Ich nehme jetzt auch hier jetzt mal die Schaufel mit, wenn ich nicht nochmal vergesse. Boah. Tut das Segel überhaupt was? Bin mir da jetzt schon immer ganz sicher. Das ist Arbeit. So gescheit. Eine halbe Stunde später. Es muss jetzt ja auch natürlich heftiger Wellengang sein, ne? Aber bald haben wir es geschafft. Bisschen noch. Ja. Gleich. Jawohl. Und Ankerlichter. Passt. So. Hui. Das war jetzt schon ein bisschen Arbeit. Horuck. Horuck, horuck. Ah, die Schaufel. Die Schaufel. Meine Schaufel. Siehst du? Vergiss ich schon wieder. Wo habe ich denn hingetan? Hier. Schaufel. Scharnierl lassen wir da. Wir haben viel Schrott. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Da kann ich glatt ein paar Nägel zusammenschustern. So, stacken bitte. Dann verbaue ich das jetzt mal eben. Dann haben wir schon wieder Platz. So, unos momentos. So, da. So. Hier habe ich mal angefangen gehabt. Ich will die Netze verstärken. Fertig. Fertig, fertig. Gut. Lol, ein Nagel hat mir gefehlt. Super. So. Passt. Bevor ich weglaufe, werde ich noch schnell was saufen. Bevor ich mir das alles hier anschaue.
So. Warte. Hier. So. Dann noch schnell rauflaufen und schauen wegen Essen. So. Dann kommt das hier noch rauf. Zack. Und die Hühnchenkeulen. So. Den Eintopf werden wir schnell wegessen. Mahlzeit. Und neuen Eintopf machen. So. Zack. Dann decken, so gut es geht. Und dann haben wir schon wieder Platz. So circa in etwa. Gut. Dann dürfen wir jetzt blanken. Habe ich keine mit? Nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe nichts blanke. Dann müssen wir halt welche sammeln. Uah. So. Wenigstens der Eintopf kocht schon mal vor sich hin. Das passt schon. So. Schaufel habe ich jetzt mit. Also Dreck, du kannst jetzt ruhig mal kommen. Ne? So. Blumen, Blumen, Blumen. Noch mehr Bäumchen. So, jawohl. Melönchen, habe ich noch Platz? Ja. Und Ananas, habe ich nicht mehr Platz, ne? Nein. Gut, wie es ausschaut, ist das wieder eine Insel, wo kein Dreck ist. Nein. Das gibt's doch nicht, oder? Wenn ich jetzt eine Schaufel nehme, kann ich jetzt nicht irgendwo hier... Per Zufall? Das gibt's ja nicht. Habe ich denn überhaupt gar kein Glück mehr? Wahrscheinlich. Das ist jetzt echt schon komisch. Wenn ich das mal so sagen darf. Naja. Gut. Dann halt nicht. Essen und Sämlinge. Sämlinge kommen darauf. Da könnte ich jetzt... Mein Ohr juckt. da könnte ich jetzt die Melönchen ansetzen und die Vogelscheuche dazu machen. Und die Vogelscheuche. So. Nein! Du Viech! Ah, das bewässert das auch gleich mit. Ah, das ist praktisch. Gut. So, das ist gut. Dann setzen wir die nochmal an. So. Und nochmal. Und noch ein bisschen Kartoffel. So, ist fein. Was willst denn du jetzt? Jetzt ist trotzdem schon ein Dings da und sie geht trotzdem auf. Also, das ist gemein. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Schutz wegen... Ne, und so. Nee, hast du nicht. Super. Da kommt Freude auf. Nicht. Gut. Genau, ich brauche Platz, das heißt, das kommt einmal kurz daher. Dahin. Habe ich hier noch Platz? Ja. Das kann ich derweil dahin schmeißen. Jetzt habe ich da noch keine für hier. Schau. Aber voll gezielt. Hörst du auf? Böse Hai. So, ich habe keine Blanken dabei. Wurscht, weil ich sie weggelegt habe. Egal. Es ist wieder dunkel, ne? Kann ich schon wieder schlafen gehen? War es noch zu früh? Nein, geht schon. So. Gut. Da.
Es ist unwahrscheinlich, dass es hier wirklich nirgendwo scheinbar Dreck gibt. Das ist übel. Ich habe da echt ein Pech. Naja. Vielleicht die nächste Insel. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir den Hai loswerden. Dass der jetzt nochmal stirbt. Damit wir hier noch schnell abernten können. Da drüben ist er. Hallo. Doofhai. Komm nur. Wir pieksen dich nur ein bisschen. Mit Glück. Jawohl. Wo ist er? Hä? Hallo? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist er? Futsch. Ich sehe ihn gerade echt nicht. Au! Da ist er. Haha. 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 Super. Ah, jetzt kommt er nochmal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der ober uns ist. So. Komm nur her. Lass dich schön pieksen. Und? Zack. Jawohl. Zweimal getroffen. Noch einmal vielleicht. Jawohl. Noch einmal? Nein. Aha, da sehe ich Metall. So, einmal noch pieksen, dann brauchen wir Luft. Und? Zack. Jawohl, schnell Luft holen. Da sehe ich Metall da unten, das ist sehr gut. So, wo ist er? Ah, ouch. Ja, da war ich jetzt selber schuld. Na komm, dich können wir schon noch killen heute. Zack. Schau, geht nicht. Okay, jetzt muss ich weg. Sonst bin ich hin. Schnell mal weg. Die Flosse ist scheinbar auch kaputt. Weil ich kein Schwimmtempo mehr habe. Yay. Nix gut. Aha, mein Speer ist auch gleich ruiniert. Kann ich, darf ich mir einen neuen bauen? Metallbahn, Bolzen und Planken. Sollte nichts Problemer sein. Oh boah. Unser Schiff ist schon bald nur mehr, also unser Floß ist, da ist fast nichts mehr übrig. Nicht schön. Das ist nicht schön. Schande. So. Okay, Metall, Metall, Metall. Ah, da habe ich jetzt alles verbraucht, ne, ich gescheite Frau. Ja. So. Dann bauen wir uns einen provisorischen Holzspeer. Vielleicht haben wir ja Glück und der wird gleich hin. Ich brauche was zum Trinken. Dapsel, Dapsel. Jawohl. Wie das so hinliegt. Ich bin jetzt tot. So, essen. Nom, nom, nom. Ich esse das jetzt trotzdem mal alles weg, weil wir haben so viel von dem Zeug, damit ich das Geflügel haben kann. Oh, die Melone ist auch fertig. stecken. So, jetzt können wir die Sämlinge auch ernten. Passt. Gut, dann essen wir ein bisschen Melone. Nein, nicht Battle. Melone sollst du essen. Nom, 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 nom. Für Wasser und so, ne? So, ist gut. Das reicht schon mal. So. Die schmeißen wir jetzt derweil hier rein. So. Die Sämlinge kommen wieder da hinten hin. Meine Güte. Ich habe meine Ordnung. So. Sämling. Zack. Gut. Der Speer. Puh. Der ist jetzt natürlich nicht so effektiv wie der Metallspeer. Aber ich hoffe, es reicht, dass wir den Kerl jetzt bald einmal ins Jenseits schicken können. Nein, reicht nicht. Ich brauche jetzt wieder ein anderes Timing wahrscheinlich. Na. Ist in Ordnung. So, bisschen noch durchhalten. Ich glaube, der ist bald am Eimer. Im Eimer. Jawohl, noch ein Pixie. Und dann können wir hier schon schön brav. Zack. Jawohl, nochmal getroffen. So, mal kurz Luft holen.
So. Schnell Luft holen und dann machen wir ihn fertig und dann gehen wir hier die Insel erkunden. Da ist er. Zack. Nochmal getroffen. Sehr gut. Na komm, der ist jetzt, der muss jetzt bald kaputt sein. Jawohl. So, gib mir dein Zeug. Passt. So, haben wir einen Slot für Schrott? Ja, haben wir. Passt. Dann gehen wir auf Schrottjagd, ne? Haben wir, habe ich noch Platz? Das haue ich weg. Dann habe ich Platz. Für Kupfer. Das hauen wir auch weg. Von dem habe ich auch so viel. Dann habe ich Platz für Metall, wenn wir eines finden. Hä? Ich habe gerade einen Bug. So, ja, mit dem Schrott. So, Metall wäre halt auch gut. Aber ich brauche Luft. Ach, ja je, Mini. Ich brauche Platz. Es gibt hier was nicht Platz. Fü. Keine Ahnung. Weg damit. Ich brauche Platz. So, schnell. Ja, Stress. So. So, alle Metallblättchen bitte zu mir. Seetang brauchen wir auch unendlichst. Alles Metallerz zu mir, bitte. Bitte melden Sie sich. Da haben wir noch Ton, einen Haufen. Haben wir noch Platz? Ja. Da ist noch Schrott. So, und einmal Luft holen. Wenn wir jetzt schon mal umschauen, ob es hier Metall gibt. Da hinten vielleicht. Na? Alter, das floß, ne? So. Zack. Ist echt doof, dass ich jetzt keine Flossen habe. Dann wären wir nämlich schneller. Aber wenigstens haben wir noch ein bisschen Sauerstoff. So, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir beenden ihn. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Boah, hoffentlich ersaufe ich jetzt nicht. Na, geht's ja aus. Hui, Glück gehabt. Also dann, tschüssi.